Also, herzlich willkommen zum allerersten Happy Healing Workshop. Ich freue mich voll, dass ihr da seid. Wir machen das heute so, dass ich eben so aufzeichne, dass man jetzt nur mich sieht beim Sprechen und jede, die gerne mit mir sich unterhalten möchte, schreibt es einfach in den Chat hinein und dann kann ich auf die Fragen eingehen. Yes, herzlich willkommen. Happy Healing, das ist so. Danke für das Herzchen, Marion. Happy Healing, das ist so wirklich mein aller, wie soll ich das sagen, so mein Herzblut. Da steckt so viel drinnen. Hallo Sonja. Da steckt so viel von dem drinnen, was ich über die Jahre oder Jahrzehnte mir erarbeitet, ist nicht das richtige Wort, was mir am Bewusstsein so dahergekommen ist. So unfassbar viel, was ich selber gelernt habe, anderswo, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe, was ich mit meinen Kundinnen erlebt habe. Und ich habe dieses Wort schon, also oder diese Wortkombination Happy Healing, das habe ich schon vor 20 Jahren vielleicht das erste Mal aufgeschrieben. Und jetzt, dieses Jahr im Sommer, hatte ich irgendwie den Mut, damit mal rauszugehen und wirklich auch für mich zu erkennen, das ist es eigentlich genau, was meine Arbeit ist, ja, was ich mache, weil die, die mich kennen, die wissen genau, dass es um ganz, ganz, ganz was Freudvolles geht, ja, dass man zwar immer wieder mal so Momente hat, wo man so feststeckt, aber wo man unterm Strich immer wieder gemeinsam die Freude suchen und immer wieder dahin gehen zu dem, was uns ausmacht, zu unserer Natur. Und ja, und für mich ist das einfach Happy Healing par excellence, aber das werde ich euch jetzt im Laufe unseres Workshops genauer zeigen. Ich habe heute tatsächlich sogar eine kleine Präsentation vorbereitet, was ich ja ganz selten mache. Und die werde ich jetzt dann gleich mal starten. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, jederzeit die in den Chat geben. Und wir haben am Schluss dann natürlich auch Zeit, um uns da zu unterhalten und dass ich all eure Fragen beantworten kann. Hallo Janine, schön, dass du da bist. So cool. Schön, dich auch mal zu sehen. Wunderbar. Okay, also dann gebe ich jetzt mal einfach die Präsentation frei. Ich hoffe, die Technik klappt. Könnt ihr das sehen? Seht ihr Ja. das überhaupt? Ja. Ja, sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wunderbar. Also, der erste Happy Healing Workshop live aus Nerja in Spanien. Genau. Also, was haben wir denn heute vor? Insgesamt würde ich sagen, wir bleiben bei einer Stunde, dass ihr da auch einen Rahmen habt, dass wir sagen, um 11 sind wir fertig und ihr könnt dann auch in euren Sonntag gehen. Ich möchte euch als erstes nochmal von meiner Vision erzählen. Dann für die, die mich noch nicht kennen, ein bisschen was über mich. Und dann gehen wir in das Thema Verantwortung in Bezug auf Happy Healing. Und dann schauen wir Happy Healing uns ganz, ganz praktisch an. Und dann sage ich dir auch noch, warum du das kannst und warum, um das zu lernen und das für sich zu integrieren in den Alltag, warum es so wichtig ist, dass man auch die beste Gesellschaft dazu hat. Und zum Schluss natürlich noch Q&As, Question and Answer, also Fragen, eure Fragen sind dann erwünscht. Cool, also die große Vision. Meine große Vision. Es ist so crazy, ich sage euch was. Und ich bin so gespannt, wann das Ding jetzt explodiert. Also, die große Vision ist, 10.001 Menschen das zu zeigen, was ich Happy Healing nenne. Und warum gerade 10.001? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach eine Zahl, die mich unfassbar anmacht, die mir so viel, ja, die mir so viel gibt und so viel Power auch gibt, da voll dran zu bleiben und an diese Vision zu glauben. Und es ist ja jetzt quasi der dritte Start gewesen, diese Vision anzugehen und yes. Und was ist die Idee dahinter? 10.001 Menschen zu zeigen, sie daran zu erinnern, was sie alles können. Diese Menschen,
Muss ich mal schnell schauen. Sehe da jetzt nämlich gerade nicht, wenn nur jemand kommt. Was ist denn da jetzt los? Was habe ich jetzt gemacht? Okay, Leute, jetzt wird es cool. Geht das jetzt wieder los? So. Jetzt hab ich irgendwie Blödsinn gemacht. Sorry. Okay. Moment dann. Danke für eure Geduld. Sicht zeigen. So, standen. Wenn es noch mal was werden. Gut. Dort sehe ich euch nicht mehr. Wie seid ihr jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Guten Morgen, Anita. Cool. Also jetzt probieren wir es nochmal. Sonntag. Sonntag ist kein Techniktag. So, also gut. Das ist voll lustig, weil jetzt sehe ich zwar die Präsentation wieder, aber ich sehe wieder nicht, wenn jemand reinkommt. Das ist echt toll. Wieso ist das so? Why? Kann man das jemand sagen? Gut. So, ich glaube, jetzt weiß ich. Also. Ja, we are. Okay, sorry, danke für eure Geduld. Also, mir geht es darum, die Menschen daran zu erinnern, dass sie genau wieder wissen, dass alles Wissen für Gesundheit, für den Wohlfühlkörper, für die Lebensfreude bereits in ihnen steckt. Ja, dass alles da ist. Und das ist nicht einfach so dahergesagt. Das ist ja nichts, was ich erfunden habe, sondern da gibt es ja schon ganz, 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 ganz viele, die drüber sprechen und die das auch wissenschaftlich erkundet haben und bewiesen haben und so weiter und so fort. Ich bin da im Grunde ja ein kleines Rädchen in diesem riesengroßen Rad des Bewusstseins, das sich da gerade dreht. Und wie gesagt, mein Ziel ist es oder meine Vision ist es, 10.001 Menschen da zu berühren, sie zu ermächtigen. Und wenn du da hingehst mal zu dem Wort ermächtigen, das ist etwas, was so viele so falsch verstehen, weil sie das Wort Macht darin sehen. Und in Wahrheit ist es so was Krasses, wenn du erkennst, was du kannst, was du drauf hast, wie sehr du selber für dich, für deine Gesundheit wirklich sorgen kannst, ja, dass du da unabhängig wirst und frei, dass du sagst, es ist ja eigentlich völlig egal, was die anderen machen, ich kann das für mich selber regeln, ich kann selber für mich einstehen, da Verantwortung übernehmen und ich kann mich ermächtigen. Genau, aber da werden wir noch genauer eingehen. Und warum ist es so? Warum können sich Menschen ermächtigen? Weil es ihre Natur ist. Und ich spreche es jetzt in der Du-Form aus. Warum kannst du dich ermächtigen? Weil es deine Natur ist, weil es in dir steckt, weil es einfach nur darum geht, sich zu erinnern. Und ich sage ganz oft, es ist so ein crazy Spiel. Ja, wir werden geboren, haben dieses Wissen alles da, ja, als Kinder, als Babys ist es so natürlich, genau zu wissen, wann höre ich auf zu essen. Wir wissen genau, ob uns das oder jenes jetzt gut tut und dann sind da die Erwachsenen, die dieses Wissen gerade wieder verloren haben und die sagen uns dann ständig, was richtig ist und was falsch ist. Und das ist so, so, so crazy. Ja, sie sagen uns, du musst still sitzen in der Schule, obwohl Bewegung unsere Natur ist. Und lauter solche lustigen Dinge. Und ich finde es dann so spannend, wenn erwachsene Menschen mit 40, 50, 60, so wie ich es jetzt auch echt oft erlebt habe, plötzlich sagen,
okay, ich habe Lust auf Bewegung, ja, ich mag mich jetzt bewegen und ich kenne das eigentlich gar nicht, ja. Und das ist ja nur zum Teil die Wahrheit, weil das, ich mag mich jetzt bewegen, das kennt jeder aus der Kindheit aus den ersten Lebensjahren sozusagen, nur es ist dann einfach so aberzogen worden, ja. Man muss so vielen Regeln folgen und es ist alles so lustlos geworden dann irgendwo. Und irgendwo auf diesem Weg hat man dann vergessen, wie schön es ist, sich zu bewegen. Und dann geht man her später und sagt ganz oft, ich muss mich jetzt bewegen, weil ich habe zu viele Kilos. Ja, und das hat auch nichts mit lustvoll zu tun. Wenn du aber dich erinnerst, wer du bist, ja, wenn du dich ermächtigst und wenn du dich an deine Natur erinnerst, wenn du merkst, es steckt ja alles in mir, Bewegung und das Richtige zu, also richtig natürlich zu essen, freudvoll zu essen, genussvoll zu essen, Dinge zu essen, die mir schmecken, die mir Spaß machen. Das ist ja eigentlich komplett meine Natur. Ja, da ist ja nichts, was ich lernen muss oder was ich muss, sondern das ist das, woran ich mich erinnern darf, wo ich zurückgehe. Und das dann immer wieder zu sehen, wenn die Menschen dann so erstaunt sind, was da alles möglich ist, das ist einfach so cool. Das macht einfach so Spaß. Und ich finde es deswegen so interessant, weil, ja, weil das einfach immer schon da war. Und wie gesagt, weil es einfach darum geht, sich an das wieder zu erinnern. Hallo Susanne, schön, dass du auch da bist. Genau, das ist die große Vision, die Menschen daran zu erinnern und sie zu ermächtigen. Und für die, die mich jetzt noch nicht kennen, nur 2 Minuten etwas zu mir. Ich bin Michaela, das Foto ist vom letzten Jahr in Ägypten. Im Moment bin ich in Spanien. Ich bin 1975 geboren, das heißt, ich werde Anfang nächsten Jahres 50. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Ich habe einen Sohn mit 27 Jahren, der in Salzburg lebt. Und 2015 war für mich so der Peak, der Höhepunkt meiner Depression. Ich habe 25 Kilo zu viel gehabt und Pleite schreibe ich jetzt einfach so noch dazu. 2018 habe ich dann Abnehmen mit Achtsamkeit gegründet. Das heißt, 2015 und 16 bin ich selber diesen Weg gegangen. Ja, ich bin selber diesen Weg gegangen zur körperlichen Freiheit und ich muss einfach sagen, mir ist es damals passiert. Ja, ich habe nicht etwas gesucht oder eine Methodik gefunden. Mir ist es damals wirklich passiert aus Verzweiflung heraus, sage ich jetzt mal. Ja, ich war damals wirklich verzweifelt. Ich hatte alle möglichen körperlichen Leiden und das Schlimmste war einfach so, keine Freude mehr zu haben im Leben, ja, keinen Sinn mehr zu sehen im Leben. Und natürlich viel zu viel Gewicht ist natürlich auch nicht so toll. Und es war wirklich so ein Tag, wo ich so händeringend in meiner Küche stand und gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe, es geht so nicht mehr weiter. Und da sind dann plötzlich die Informationen wieder zu mir gekommen, so wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mich erinnert an das, was eigentlich schon da ist, ja, was schon in mir steckt. Und dann sind 2015, 16 meine 25 Kilos gegangen, die Lebensfreude ist zurückgekehrt und ich, ja, und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge auch. Und 2018 habe ich dann Abnehmen mit Achtsamkeit gegründet, aus dem heraus, dass einfach so viele Menschen gesagt haben, du musst das Wissen weitergeben, du musst das weitergeben, was hast du da gemacht, wie, du bist so verändert und so weiter und so fort, so dieser typische Gang. Und 2020, wissen wir alle, gab es ein weltweites Problem und dann wurde mir meine Praxis in Salzburg zugesperrt und dann habe ich angefangen, digital zu arbeiten. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier gemeinsam sitzen können. Und ich weiß, dass von Salzburg und Schweiz und Deutschland und eben Spanien irgendwie zumindest mal 4 Länder jetzt auch hier sind. Genau, und seither habe ich eben meine Kunden in 5 verschiedenen Ländern, alles deutschsprachig noch im Moment. Und das ist wirklich Belgien, Schweiz, in Frankreich, Deutschland, Österreich.
Und das ist einfach total schön zu sehen, wie das wächst und wie das größer wird. Dann habe ich in diesem Jahr, also es gibt die, ich arbeite oder ich habe die Body Club Academy schon seit ein paar Jahren, wo ich immer wieder Menschen begleite. Das ist sozusagen mein Premium-Programm, wo die Menschen reinkommen und wo wir gemeinsam an diesen Dingen arbeiten, Körper, Gewicht, Lebensfreude arbeiten. Ich finde das immer so furchtbar, eigentlich, wo wir gemeinsam Freude haben und weitergehen und über uns hinaus wachsen sozusagen. Und in diesem Jahr habe ich die Happy Healing Family gegründet. Das ist eine ganz neue Art und Weise, zusammen diesen Weg zu gehen. Aber davon erzähle ich euch später mehr. Jetzt bin ich gesund und fröhlich und auf Reisen, seit 3 Wochen unterwegs und habe im Grunde 2 Jahre Zeit. Wir werden sehen, was kommt. Cool. Also, ich möchte heute mit euch über Verantwortung sprechen und eigentlich mag dieses Wort, glaube ich, nicht so richtig jemand, aber ich möchte euch auch zeigen, wie sehr Verantwortung mit Ermächtigung zu tun hat, ja, wie sehr Verantwortung mit deiner Gesundheit zu tun hat und damit, dass du dich ermächtigen kannst. Was ich immer wieder höre, und ihr könnt mir dazu jetzt gerne auch was in den Chat schreiben, kommt da noch jemand? Was eure Sätze sind, die ihr euch da so sagt? Mal schnell schauen, was. Okay, es ist okay, dass ihr mir bitte. Absolut. Okay, iPhone 6. Hi, ich weiß nicht, wer du bist, aber gut. Genau, Verantwortung. Also, was Menschen mir immer wieder erzählen, ist, dass sie schon alles probiert haben, dass sie keine Disziplin haben. Sie sagen, ich glaube nicht, dass ich das kann oder wie soll das gehen? Oder sie sagen mir so Dinge wie, übrigens wegen Aufzeichnung, ich zeichne so auf für die, die später gekommen sind, dass man nur mich sieht. Ihr werdet nicht gesehen, auch wenn ihr das Bild anhabt. Ich glaube nicht, dass das für mich geht. Oder sie sagen mir so Dinge wie, ja, aber ich sehe doch, dass mein Körper schmerzt. Ja. Oder ja, klar, siehst du es im Moment, dass es so ist. Nur wenn du da raus willst, müssen wir was verändern, ja. Und darum jetzt auch mal so die Frage an dich, an euch. Was erzählst du dir in Bezug auf Gesundheit, auf Wohlfühlkörper, auf Lebensfreude? Und kannst du diese Energie spüren, die da kommt, wenn ich über solche Dinge spreche? Ja. Über Dinge wie, ich habe schon alles probiert und ich glaube nicht, dass mir noch irgendwas hilft. Oder ich habe zu wenig Disziplin. Das ist wirklich so, wie oft ich das höre. Das ist unglaublich. Und ja, jetzt bleiben wir mal so in diesem Feld und dann machen wir den anderen Raum auf. Könnt ihr das spüren, was diese Energie mit euch macht? Stockt alles, sagt die Sonja, genau. Da stockt alles. Also wenn ich sage, ich habe alles probiert und ich glaube nicht, dass es für mich noch eine Lösung gibt, dann ist die Türe zu, wie ich so gerne sage. Dann ist die Türe einfach zu. Es gibt keine Möglichkeiten. Solange wir uns oder du dir erzählst, es geht nicht, geht es nicht. Es ist ganz einfach. Es verändert sich nichts, ja. Und an dieser Stelle wird schon sehr, sehr klar, wie machtvoll du bist, ja. Und dass du jetzt hier auch spüren kannst, was es macht, solche Dinge auszusprechen, zu sagen, ich habe schon alles probiert oder ich habe einfach die Disziplin nicht, bei mir hilft nichts oder wie manche auch sagen, da ist Kraut und Rüben verloren, ja. Und ich bleibe jetzt ganz bewusst noch 1, 2 Minuten bei dieser Energie oder bei diesen Sätzen, weil ich gerne möchte, dass ihr das so richtig schön spüren könnt, auch im Vergleich zu dem, was jetzt dann danach kommt. Ja.
Also geht's mal da rein und schreibt's mir mal in den Chat, welche Sätze erzählt ihr euch denn da so? Was Gesundheit, Abnehmen und Lebensfreude betrifft. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viele mehr, die ich da immer wieder höre, aber das sind so die immer wieder kommen, die Highlights sozusagen. Ja. Und natürlich, wenn du dir erklärst, ich kann das nicht, oder ich glaube das nicht, oder ich finde keine Lösung, wie soll das Leben dir Lösungen zeigen? Ja. Wie schon gesagt, es ist, die Tür ist einfach zu. Bei einer Nahrungsumstellung nehme ich erstmal zu. Das ist ja auch eine interessante Ansicht. Danke, Manuela. Ja, voll cool. Ja, ihr seht schon, ich lächle, aber nicht, weil ich die Manuela jetzt auslache, sondern weil wir einfach interessante Ansichten, weil wir das schon kennen, ja, was das macht. Ja, und das werde ich euch auch noch erzählen heute. Cool. Also. Wer kann jetzt, schreibt einfach mal Ja oder Nein in den Chat, wer kann das jetzt spüren, was das macht, wenn wir solche Dinge sagen? Könnt ihr das wahrnehmen? So wie da stockt alles. Könnt ihr wahrnehmen, dass das eine Energie ist, die euch kein Beitrag ist? Ja, genau. Lass es nochmal sacken. Spür mal, alles ist schwer, genau. Spür nochmal rein in deinen Körper, wie der sich jetzt anfühlt, wenn wir über solche Dinge sprechen, wenn wir dieses, so wie ich immer sage, dieses Feld jetzt da so groß machen und da so eintauchen und dem Nahrung geben. Ja, das ist wie bei den zwei Wölfen, der schwarze und der weiße Wolf. Welchen Wolf fütterst du? Den, der dir ein Beitrag ist oder den, der dir kein Beitrag ist? Ich beiß schon die Zähne zusammen zum Knirschen. Ja, also, ja, da ist, wie sage ich, Spannung einfach drin. Ja, genau. Es lähmt mich, sagt die Janine. Ja, genau, danke. Danke, dass ihr es wahrnehmen könnt und dass ihr da so mitgeht mit mir. Wundervoll. Ja, und jetzt mag ich euch erlösen, okay? Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Wenn du jetzt an dieser Stelle, egal wo du gerade stehst, egal um wie viele Kilos es geht, egal um wie viele Schmerzen es geht, egal um wie viel mehr Lebensfreude du gerne hättest, was ist, wenn du jetzt hier die interessante Frage stellst, was ist hier alles möglich? Und dann lass uns da jetzt einfach mal eintauchen, wieder einfach mal spüren, was da passiert, wenn wir jetzt, anstatt uns zu erzählen, das geht nicht, und die Tür zuzumachen, quasi die Tür aufmachen, da wird sofort das Kiefer wieder locker, sehr cool. Die Tür aufmachen und sagen, okay, so ist es jetzt. Ja, und wir sagen ja auch nicht, es ist jetzt nicht da. Wir leugnen das ja nicht. Also alles, was da vorher da war, ist jetzt auch da. Aber wir stellen jetzt die Frage, was ist hier möglich? Die Sicht wird heller. Genau, voll gut. Was ist hier möglich? Was ist für mich und meinen Körper möglich? Also die Frage kann man natürlich variieren, aber es geht darum, eine Frage zu stellen und quasi das Tor aufzumachen und zu schauen, okay, was geht da noch? Was geht da noch? Welche Möglichkeiten kann ich hereinlassen? Und dann passieren so lustige Dinge wie, man liest plötzlich was oder man sitzt bei der Michaela im Vortrag und merkt, okay, da geht noch was. Da ist noch was möglich. Und das ist genau, da kommt Zuversicht auf. Ganz genau. Und das ist genau der Punkt, der wirklich relevant ist. Ja, der wirklich richtig, richtig relevant ist. Öffnest du das Tor für dich oder öffnest du es nicht? Und in dem Moment, wo du das Tor öffnest, weißt du nicht, wo der Weg hinführt. Du hast keine Ahnung, wie der aussieht. Und das ist okay, ja, das ist total okay zu wissen. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich schaue einfach mal und ich bin neugierig und ich la lade neue Möglichkeiten in mein Leben ein. Genau. So,
Jetzt habe ich euch natürlich ein paar Stimmen mitgebracht, weil ich kann ja viel sagen, ja, ich kann ja ganz, ganz, ganz viel erzählen. Und ich finde es halt immer so viel mehr inspirierend, wenn Menschen das erzählen, die es halt schon erlebt haben, ja. Und da habe ich euch jetzt mal drei Stimmen mitgebracht. Und ich lese euch die jetzt vor, weil ich glaube, manche am Handy können es gar nicht lesen. Die erste Frau hat mir geschrieben, es ist so befreiend, diesen strikten Diätangeboten den Rücken zu kehren und stattdessen im Dialog mit dem Körper essen, was und wie man es will. Bei mir verändert sich mein Essverhalten und auch Speisen gerade komplett. Und das ist so krass. Genau. Das hat eine Dame geschrieben, die in der Happy Healing Family ist und dort noch gar nicht so lange war. Eine zweite Dame hat mir geschrieben, nun möchte ich mich an dieser Stelle auch gleich bedanken, dass ich den Selbstkurs zum Abnehmen machen kann. Das Gespräch mit dir hat mich so inspiriert und erinnert mich an meinen wahren Weg. Ich bin ganz fleißig und freue mich auf das nächste Tool. Das mit dem frei von Bewertungen sein wirkt sehr tief in mir und bringt mich mir selbst nahe. Dankeschön. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit Natürlichkeit, ja. Dass es dich wieder zu dir bringt, dass du deine Natur wieder spüren kannst. Dann eine Stimme noch aus der Happy Healing Family, erst kürzlich. Ich wollte nur Bescheid geben, ich habe es geschafft, dass ich bis jetzt 3 Kilo verloren, ohne nachzudenken, ohne Bewertungen. Unglaublich. Ich ziehe alle Klamotten an, denke nicht nach, ich fühle mich so toll. Mit der Fernenergie war ja eine Zweiflerin, spürte nichts. Ein bisschen interessante Schreibweise. Aber ich gab nicht auf. Und was soll ich sagen? Ich feiere mich so sehr. Es ist so ein wunderbares Gefühl, so stark, so prickelnd, unglaublich schön. Alles in einem, es tut so gut. Danke, Michaela, und an die wunderbare Gruppe. Ja, genau. Und es geht nämlich auch um diese wunderbare Gruppe, dieses gemeinsam stärken, dieses sich gegenseitig Mut machen. Das ist einfach wundervoll. Ja, das sind jetzt nur ein paar von ganz vielen Stimmen. Und werde ich dir heute ein Angebot machen? Ja klar, ich will ja, dass du auch Erfolg hast. Das heißt, ich werde euch später noch von der Happy Healing Family erzählen und euch einladen, da mit reinzukommen für die, die noch nicht drinnen sind. Gut, Happy Healing ganz praktisch. Kann ich bestätigen, die wunderbare Gruppe. Danke, Sonja, so cool. Bist ja schon mit dabei. Sehr cool. Wir haben das aber nicht ausgemacht heute, gell? Nur, dass ihr das wisst. Das schreibt sie ganz freiwillig. Happy Healing ganz Haben wir praktisch. nichts ausgemacht. Entschuldigung, das möchte ich auch noch sagen. Das war mir jetzt nur allerdings, dass ich das schreibe, weil es einfach so Voll ist. cool, ja, voll danke. Ich habe nur, also ich denke ja an sowas gar nicht, dass man sowas ausmacht, aber ich habe von jemandem mal gehört, was ist denn dann, wenn die Menschen meinen, das ist abgesprochen? So, hä? Warum sollte ich sowas absprechen? Okay, aber voll danke, Sonja, voll cool. Weiter so, immer gerne her mit Feedback, ja, auf jeden Fall. Also, Happy Healing ganz praktisch ist, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. So kann man es vielleicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Das, was in dir da ist, diesen Blueprint, also dieses, wie sage ich denn, diese Essenz, dieses Muster, das in dir, ich sage es anders, Gesundheit, der Wohlfühlkörper, Lebensfreude ist in dir angelegt. Ja, und das wieder zu aktivieren und das wieder freizusetzen, das ist das, was wir in Happy Healing machen. Das ist, kann man zusammenfassen mit Selbstheilungskräfte aktivieren. Ich fühle mich auch sehr wohl in der Gruppe und finde immer mehr meinen Selbstwert. Danke, Manuela, voll cool. Voll schön auch, dass du auch dabei bist. Mega cool. Genau. Und was heißt das jetzt ganz genau? Happy Healing Praxis. Wir machen einen Reset. Ja. Ein bisschen habe ich euch schon eine Idee vorhin gegeben mit diesen zwei Seiten. Das eine, ich kann das nicht, das andere, was ist hier möglich? Ja, das geht so ein bisschen in diese Richtung und es geht wirklich darum, sich ganz gewahr zu werden, ganz bewusst zu werden.
Was mache ich denn da mit mir selber? Was erzähle ich mir? Wir resetten quasi, wir stellen quasi diese ganzen Informationen, die du hast, von Gesundheit geht nicht, so fasse ich es jetzt mal zusammen, die stellen wir auf Null. Ja, sodass dein Körper anfangen kann, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und diesen Umbau zu vollziehen. Ja, und dieser Umbau, das ist im Grunde ja nichts anderes, als ja, einfach diesen Plan von Gesundheit, der in dir schon steckt, diese Natürlichkeit, das sich vollziehen zu lassen. Ja, wenn wir aus dem Weg gehen, und das seht ihr da in Punkt 3, wenn wir aus dem Weg gehen und unserem Körper vertrauen, ja, und darum geht es unterm Strich, wenn wir unserem Körper vertrauen und uns da dieser Frage, was ist hier möglich, ach so, was habe ich jetzt wieder gemacht, dieser Frage, was ist hier möglich, hingeben können, uns da. Es ist so schwer, das in Worte zu fassen. Da wirklich einzutauchen in dieses tiefe Vertrauen zum Körper, in dieses tiefe, tiefe, tiefe Wissen von deiner Natürlichkeit, von der Idee von dir in deiner heilsten Form. Ja. Wenn du das verstanden hast, wenn du diese Mechanismen, wie ich oft sage, verstanden hast, wenn du das gespürt hast und sagst, ich gehe immer wieder dahin, ich verbinde mich immer wieder mit meiner Natürlichkeit und ich lasse meinen Körper sich umbauen und ich lasse es geschehen. Das ist im Kern das Einfachste von der Welt und zugleich es ist eine echte Challenge. Ja, es ist tatsächlich der schwierigste Punkt in diesem ganzen Weg, wieder dorthin zu finden zur Natürlichkeit, weil es so verdammt viele Verlockungen und Ablenkungen gibt, ja, weil es so viele Geschichten gibt in deinem Kopf, die dir immer wieder dann erzählen, oh, vielleicht geht es doch nicht. Und da ist der Punkt, wo so viele dann alleine scheitern, ja, wo so viele aufgeben, vielleicht kurz bevor sie sogar am Ziel sind oder bevor das Ding sich wirklich wendet, weil sie einfach die Mechanismen nicht kennen, weil sie einfach nicht wissen, okay, das gehört jetzt dazu, was ich da gerade mache. Ja, ich gehe jetzt durch dieses Nadelöhr durch und ich weiß, dahinter wartet das Geschenk. Und wenn dann da Menschen sind, die diese Mechanismen kennen und die dann zu dir sagen, okay, du bleibst jetzt da. Ja, wir gehen da jetzt gemeinsam durch und dahinter holst du dir dein Geschenk. Dann ist es einfach unfassbar wertvoll. Und ich weiß, wie viele an dem Punkt aufgeben und das sind dann genau die, die dann irgendwann einmal zu mir kommen und sagen, ich habe schon alles probiert, das klappt nicht. Und das ist nicht die Wahrheit. Du hast einfach einen Punkt aufgegeben, wo du selber gerade irgendwie so geblendet warst von allem, dass du es nicht mehr sehen konntest, was um was es geht, was die Essenz ist. Und darum mag ich das so betonen, wie wichtig das ist, dass man da einfach jemand hat, der einen dann immer wieder weiterhilft und immer wieder sagt, du schaffst das, du kannst das und wir gehen da durch. Happy Healing ist deine Natur. Körperliche und mentale Gesundheit stecken in dir. Ja, ich sage das so lange, bis jeder das versteht und jeder das so intus hat und sagt, nichts anderes geht mehr, nichts anderes will ich mehr haben. Genau. Körperliche und mentale Gesundheit sind in dir angelegt und wir erinnern uns daran und holen das zurück. Wir ermächtigen dich, damit du das wieder sehen, spüren kannst, jeden einzelnen Tag. Das ist ganz, ganz essentiell, ganz essentieller Teil und meiner Vision und des ganzen Prozesses hier, ja, des ganzen Weges. Und jetzt sage ich dir auch noch, warum du das kannst. Wir drehen uns im Kreis. Das ist immer wieder dasselbe. Warum kannst du das? Weil du es schon mal gemacht hast, weil das alles in dir angelegt ist, weil du es als Kind schon wusstest, dass genau wusstest, wann es genug ist zu essen und mit Essen und dann die Menschen einfach, die großen Menschen einfach gesagt haben, du musst den Teller aufessen, sonst wird das Wetter schlecht oder
du mal traurig warst oder dir irgendwie das Knie angeschlagen hast und dann statt dass die sagen, oh, das wird wieder gut, komm, wir machen das, haben die dir ein Eis in die Hand gedrückt oder Schokolade oder sonst irgendwas. Und da haben wir gelernt, einfach so unnatürlich zu sein. Das ist nicht natürlich, wenn du eine Emotion hast, wenn du ein Gefühl hast, wenn du irgendwie eine Not hast, sage ich jetzt mal, egal in welche Richtung das geht. Dann ist es nicht natürlich, das mit Essen zu versorgen. Aber das wurde halt gemacht und viele von uns kennen das, ja. Und wenn dir langweilig war, dann hat man dir halt ein Grießbrei hingestellt oder was weiß ich, lauter solche lustigen Dinge. Und darum weiß ich so genau, dass du das kannst, weil es in dir da ist. Es ist einfach da und dich da wieder zu ermächtigen, da zu deiner Natur zu gehen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist im Grunde genau das. Ja, man kann das mit verschiedenen Überschriften sagen und ich kann dir sagen, was Happy Healing ist und es ist genau das, was du kannst, weil du das bist. Ja, es ist alles da, es ist einfach alles da und es ist ganz natürlich. Und darum ist es für mich kein Zweifel, dass du das schaffen kannst. Und warum ist jetzt beste Gesellschaft so wichtig? Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten und ich habe gerade letztens auch wieder von einer Frau gehört, die mir erzählt hat, es ist an einem Tag, da ist irgendwie was passiert, da hat sie sich geärgert, da waren Menschen, die sie irgendwie auf die Palme gebracht haben und dann hat sie wieder angefangen, ganz viel zu essen. Ja, sie hat das wieder mit Essen kompensiert und hat dann am Abend irgendwann mal gemerkt, oh mein Gott, was mache ich da? Ja, also dieses Bewusstsein ist wieder gekommen, dieses Erinnern an ihre Natur. Und an diesem Punkt sagen dann ganz viele zu sich selber, und ich habe das immer wieder gehört, an diesem Punkt erzählen sich ganz viele, okay, ich glaube, ich kriege das sowieso nie hin. Die geben dann da einfach wieder auf und sagen, das klappt bei mir nicht, weil heute habe ich einfach wieder das alte Muster sozusagen gelebt. Und ich sage dann an dieser Stelle immer, stopp. Ja, du hast heute einen Tag einen kurzen Rückschritt gemacht. Und das ist vollkommen okay auf dem Weg des Lernens. Jetzt geht es nicht darum zu sagen, ich schaffe das nie mehr wieder, sondern jetzt geht es darum zu sagen, und jetzt erst recht, und jetzt mache ich weiter. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Unterschied. Und auch darauf kommen so viele einfach nicht, wenn sie alleine sind und kein Gegenüber haben. Und stell dir vor, das sind Menschen, die dir auf deinem Weg Mut machen. Ja, stell dir vor, das sind Menschen, die sagen, okay, ich sehe, du hast gerade einen Durchhänger, aber ich glaube an dich. Ich weiß, wir gehen da gemeinsam wieder hin und wir kriegen das hin. Und wie oft hast du alleine schon aufgegeben? Wie oft hast du alleine aufgegeben? Einfach nur, weil du diese Mechanismen nicht kennst. Ja, und das ist ja kein. Ich sage nicht, du weißt was nicht, sondern das wissen so viele nicht oder die allermeisten nicht, weil uns das gar nicht gesagt wird, ja, weil uns das gar nicht erklärt wird, dass das Menschsein sehr genauen Regeln folgt, ja, und sehr genauen Mechanismen folgt. Und wenn ich verstehe, ich bin im Mechanismus jetzt gerade an dieser Stelle, dann kann ich bleiben. Dann kann ich bleiben und sagen, okay, ich gehe jetzt noch 2 Schritte weiter und dann sehe ich das Geschenk, dann bin ich da durch. Und wenn ich diese Mechanismen nicht kenne und gerade irgendwie eine enge Stelle ist und ich mir dann erzähle, ich schaffe das nie, ja, dann drehe ich immer wieder diesen Kreislauf zu, ich schaffe das nie, ich schaffe das nie und das ist diese Abwärtsspirale und da geht es einfach nicht weiter. Und wenn ich das kenne, wie diese Dinge ablaufen, wie die Mechanismen sind, wenn ich dann Menschen habe, die mir sagen, okay, und jetzt machst du das und dann bist du durch. Das ist einfach so crazy. Ja, das macht so, das ist so der Game Changer. Das war es für mich auch. Ich habe diese Mechanismen sozusagen, habe ich kennengelernt 2020 in einer in einer Jahresausbildung. Das hat für mich einfach nochmal alles verändert, weil ich mir gedacht habe, oh krass, auf einmal wird das so berechenbar. Ja, für mich ist dieses alles das Happy Healing, das ist für mich wie Mathematik für die, die was für den Kopf brauchen. Ja, du gibst vorne eine andere Information rein und du kriegst ein anderes Ergebnis. Es ist vollkommen logisch.
Ja, das gilt so für so viele Dinge, so wertvoll. Ja, danke schön. Genau. Und wie oft hast du an dieser Stelle schon aufgegeben, weil du gerade nicht erkennst, an welcher Stelle im Mechanismus du steckst und dann einfach diese Negativspirale in Gang gesetzt hast? Und jeder oder viele von euch kennen vielleicht dieses Bild von dem Goldgräber, der im Tunnel steht und der so irgendwie frustriert aufgibt, die Hake über die Schulter und umdreht und nach Hause geht. Und man sieht im Bild, dass es nur mehr so viel ist bis zum Gold. Er hat einen riesen Weg schon durchgegraben und so viel ist es noch und dahinter ist das Gold. Und genauso ist es bei diesen Dingen, bei Gesundheit, bei Lebensfreude, bei Wohlfühlkörper. So viele geben da auch so kurz, bevor sie sich das Gold holen und sagen dann, es funktioniert nicht. Und das will ich verhindern. Das ist auch Teil dieser großen Vision, weil das kann ich gar nicht mehr aushalten. Das ist einfach so furchtbar, wenn die Menschen da nicht durchgehen und sich die Geschenke nicht holen und ständig das Gefühl haben, es ist so anstrengend und so da und was weiß ich. Okay, ich bin schon wieder sehr emotional. Ich hoffe, es kommt rüber, was ich sagen will und ihr könnt es gut verstehen, aber macht einfach die Fragen in den Chat und lasst uns drüber sprechen. Das sieht dann zum Beispiel so aus mit der besten Gesellschaft. Das sind jetzt ein paar Auszüge aus der Gruppe, also ein paar wenige von vielen, wie die Menschen sich da feiern. Das eine Frau zum Beispiel schreibt: Oh, so toll, vielen Dank für deine positive Geschichte, die mich gerade voll motiviert, du kannst dich feiern. Ja, und stell dir vor, du erzählst deinen Erfolg und dann sagt jemand zu dir, du kannst dich feiern. Das gibt dir einfach so einen Kick nochmal. Und es ist ja nicht so, dass einer das schreibt. In den meisten Fällen kriegst du da ja ganz viel Feedback. Oder eine Frau schreibt, heute hatte ich so einen Drang zu Fitness. Das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Also das ist das, was ich vorhin so gesagt habe. Dass das aus dir rauskommt, ja. Nicht, ich muss jetzt Fitness machen, sondern ich will mich jetzt bewegen. Kannst du den Unterschied spüren? Das ist so ein riesiger Unterschied. Und sie ist natürlich voll gefeiert worden dafür. Dann schreibt eine Frau, danke Michaela und danke an euch alle, euch großgeschrieben, ja, weil es um die Gruppe geht, an euch alle für die Dosis Fernenergie heute Morgen. Ich spüre sie noch immer und sie hat sogar meine Verspannung in der Schulter verbessert. Wie viel besser kann es jetzt noch werden? Und da seht ihr schon, da steckt auch diese Frage drin, die wir heute schon hatten. Wie viel besser kann es jetzt noch werden? Ist ungefähr so wie viel mehr Möglichkeiten habe ich da jetzt noch? Oder welche Möglichkeiten können sich da auftun? Und ihr seht, es geht nicht um eine konkrete Formulierung, sondern es geht um eine Frage, die den Raum aufmacht. Dann habe ich noch ein Feedback. So eine schöne Erkenntnis. Mir geht es auch so und ich bin so fasziniert, wie sich mein Essverhalten verändert. Weiter so auf dem Weg, es darf leicht sein, so schön. Und jetzt stell dir vor, du bist jetzt selber gerade in einem Moment, wo du zweifelst und dann siehst du, dass jemand das schreibt. Ja, dass sie sagt, okay, mir geht es auch so, mein Essverhalten verändert sich, okay, na, dann mache ich weiter. Dann glaube ich jetzt auch an mich, weil wenn sie das kann, dann kann ich das natürlich auch. Ja. Was trinken? Oder eine Frau, die geschrieben hat, ich feiere mich. Ich anerkenne mich, dass ich alleine baden gehe. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich anerkenne mich, dass ich selbstbewusst ins Strandbad gehe. Es ist so schön, ein wunderbares Gefühl. Danke, dass ich dabei bin. Ja, gestärkt durch die Gruppe. Vertrauen. Ich merke jeden Tag, dass dieser Schritt in die Body Club Academy und in diese Gruppe, also diese Gruppe meint sie, die Happy Healing Family zu gehen, das Beste war, was ich entschieden habe. Danke, Michaela, dass du meinen Weg gekreuzt hast. Also, die Gruppe ist einfach echt cool. Und unterm Strich geht es nicht mal um die Gruppe. Unterm Strich geht es darum, dass du deine Ziele erreichst, ja, dass du dorthin kommst, wo du hin willst und dass du Menschen um dich hast, die an dich glauben, ja. Wie viele Menschen da draußen erzählen dir, was du nicht kannst oder was nicht möglich ist? Und du brauchst Menschen, die dir sagen, was du kannst. Ganz wichtig. So, und jetzt ist Zeit für deine Fragen. Jetzt werde ich die Präsentation stoppen und genau
Während ihr eure Tagung Zuversicht auch, wie cool. Während ihr jetzt eure Fragen in den Chat schreibt, zeige ich euch noch ganz kurz. Was seht ihr jetzt? Wieder die Präsentation, oder? Das stimmt nicht. Also nochmal, was da? Na, jetzt haben wir die Seite von Happy Healing gesehen. Echt? Ciao, oder? Ja, los geht's, Erfolgsgeschichten und so. Ah ja, cool. Wieso sehe ich das doch nicht? Schauen wir mal. Moment. Wo seid ihr? Ich habe jetzt Video ausgeschalten. Leute, was seht ihr jetzt? Ich glaube, ich bin. Moment. Was kann daran so schwierig sein? Wie kann es jetzt gehen? So. Ah, okay. Wie kann es gehen, dass ich euch jetzt den Classroom von Happy Healing zeigen kann? What? Okay. Probieren wir es mal. Jetzt ist es da. Okay, also das ist diese Plattform. Community zeige ich euch jetzt nicht, weil da einfach so viele persönliche Geschichten drin sind so, und ich da die Menschen einfach auch schützen mag, auch von den Namen her und so. Also wenn du reinkommst, kannst du das alles lesen, was die da schreiben. Ein kleines bisschen was davon habe ich dir ja jetzt auch gezeigt. Da möchte ich jetzt nicht reingehen, eben um da den Datenschutz und diese Sicherheit für die Menschen auch zu bewahren, dass das, was sie da schreiben, auch wirklich unter uns bleibt. Also im Classroom, da gibt es so die ersten Informationen, los geht's. Also da klickst du drauf und dann siehst du, so fängst du an. Da kannst du ganz genau lesen, wie diese App funktioniert, was alles zu tun ist, damit du deine Module freischalten kannst und so weiter. Da gibt es Erfolgsgeschichten drinnen. Da habe ich ein Video aufgenommen. Und da hat es ganz viel Feedback dazu gegeben. Abnehmen ohne Diät, die 5 Gesetze der Gewinner. Das ist wie ich selber zu diesem Video sagen kann, ein wirklich richtig, richtig Erfolg, ein wichtiges Video. Dann haben wir immer wieder Übungen, wo wir unsere Wahrnehmung trainieren. Da sind einige Übungen drinnen. Jetzt schauen wir mal, was man da sieht. Genau, da sind schon 4 jetzt drinnen. Das erweitert sich auch ständig. Wo wir dann gemeinsam, und ja, da habt ihr es jetzt gesehen, da gibt es eine Übung und da sind 28 Kommentare dabei, ja, zum Beispiel. Also da ist einfach echt was los, ja. Dann gibt es 2 Minuten Happy Healing to go, das heißt, es sind so 2 Minuten Mini Happy Healings, die kannst du dir auch anhören und dann hast du quasi eine Schnellladestation. Also es sind Audios und da klickst du drauf, wählst dir eins intuitiv und hörst dir das an und dann kannst du dich da ganz schnell wieder aufladen. Dann gibt es den E-Guide Emotionales Essen, den kennen vielleicht manche auch schon. Dann haben wir immer wieder Workshops und Zooms, die sind dann da drinnen. Also das sind jetzt seit Juli, sind das die wir hatten. Da sind alle Aufzeichnungen da und da könnt ihr euch jederzeit alles anschauen, was wir schon gemacht haben. Gibt's eben, dann ist der Kurs Lebensfreude beim Abnehmen drinnen, alle 6 Module. Und dann ist auch drinnen die Money Edition. Also wenn du dann eine Weile dabei bist und dir die Punkte geholt hast, kannst du dir auch die Mechanismen, die ich jetzt ein bisschen versucht habe zu erklären, auch zum Thema Geld anschauen. Und dann gibt es da einen Kalender. Und im Kalender sind dann die ganzen Termine drinnen. Also Dienstag und Donnerstag gibt es immer Fernenergie. Und dann gibt's, und das sind die Workshop-Termine. Und am kommenden Mittwoch, genau, am kommenden Mittwoch gibt es den nächsten Workshop am Abend. Und da werde ich nochmal ganz genau diese Mechanismen erklären.
Und wenn du jetzt sagst, ich komme da rein, ich bin dabei, dann kannst du dir den am Mittwoch schon live anschauen oder wenn du da nicht kannst, auch die Aufzeichnung anschauen. Genau, also da sind die Chats, das sind die ganzen Mitglieder, das zeige ich euch jetzt auch nicht, weil eben Datenschutz und das ist die About Page. Das ist die Seite, wo du hinkommst, wenn du dich anmelden möchtest. Da ist noch mein kurzes Video von mir, da ist noch ein bisschen Feedback und da gibt es dann eine kurze Beschreibung. Und den Button Join, den sehen wir jetzt nicht, weil ich natürlich schon angemeldet bin. Und bei euch ist dann so ein gelber Button, da steht Join und da kannst du draufklicken. Also beitreten heißt das, das ist leider in Englisch, aber das heißt beitreten. Und da kannst du dazukommen. Und im Moment ist der Preis 33 Euro pro Monat und der bleibt dir dann auch und der erhöht sich nicht für dich. Und am 1. Oktober geht es rauf auf 44 Euro im Monat. Also wer nach dem 1. Oktober reinkommt, zahlt dann 44 Euro. Und wenn du dir den Preis jetzt sicherst mit den 33, dann bleibt es auch dabei. Also das verändert sich für dich dann nicht, wenn du jetzt reinkommst. So, jetzt stoppe ich deine Freigabe wieder. Cool. Gibt es denn jetzt Fragen? Ja, lasst mich das mal wissen. Was beschäftigt euch? Lasst uns gemeinsam nochmal so diesen Raum eröffnen von, was ist hier alles möglich mit Gesundheit, mit Wohlfühlkörper, mit Lebensfreude. Taucht da nochmal ein, spürt es nochmal, in welcher Frequenz wir da sind, welche Möglichkeiten wir uns da eröffnen und genau, damit dein Körper sich resetten kann, damit dein Körper sich erinnern kann, was er alles kann und das und sich für dich umbauen kann. Genau. Hat jemand eine Frage? Oder viele Fragen? Und wenn ihr das jetzt nicht schreiben wollt, dann könnt ihr euch einfach laut machen und die Frage stellen, ja. Vielleicht habe ich das auch so gut erklärt, dass es gar keine Fragen gibt. Ich gebe euch jetzt mal da den Link rein zur Anmeldung. Okay, was ist da passiert? Meeting. Okay, jetzt haben wir es zweimal. Sehr cool. So viel cooler Input, freut mich voll schön. Ist denn das klar rübergekommen, was ich damit meine, zu deiner Natur gehen, dich erinnern an das, was schon da ist? Ist das für euch klar, was ich damit meine? Und es gibt keine blöden Fragen. Ihr könnt alles fragen. Ich weiß, dass das ein bisschen verwirrend ist am Anfang und alles ist richtig und alles ist gut, was an Fragen da ist. Ich glaube, ich mache jetzt die Aufzeichnung aus und dann glaube ich, ist es mit den Fragen auch leichter. Also. Für alle, die die Aufzeichnung schauen, war schön, dass ihr da wart. Und wenn ihr Fragen habt, einfach melden. Cool, bis bald.